Ja, Roderick Strong legt sich mit Eric Young und dem kompletten Sanity-Team. Er wollte ein Match gegen Eric Young, stand da drin, aber dafür hat er sich halt jetzt auch noch Sawyer Fulton, Nikki Cross und Alexander Wolf mit an den Ring geholt. Ich meine, Roderick Strong stand ja auch schon mit Randy Orton zusammen im Ring. Oh, schöner Konter von Eric Young. Der Mann von TNA, also von Impact. Harte Punches gegen den Schädel von Roger Strong und jetzt hockt er sich da einfach mal hin. So, Eric Young auf dem mittleren Ringseil, Splash und der sitzt. Und, ach, ich dachte, ich hätte schon gekontert. Powerbomb. Also Eric Young, der macht hier momentan. Oh, was mache ich denn? Das war jetzt ernsthaft keine Absicht. Und in der letzten Sekunde noch gekontert. Und Elbow geht daneben. Gott, was ist das für ein verbotschtes Match? Ein schöner Backbreaker. Und Mr. Strong. Der aber gar nicht so strong aussieht, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, ich dachte, das geht in die Ringecke. Dieses Match ist Käse. Es hat nicht einen Stern verdient bisher. Okay, der Moonsault ging auch daneben. Und nochmal der Backbreaker. Eric Young wollte da aus dem Ring. Stattdessen gibt es einen olympischen Slam. Und Elbow in den Rücken. Oder besser gegen den Rücken. In den Rücken klingt ein bisschen zu brutal. Und ein wunderschöner DDT. Ja, die Crowd ist auch nicht so wirklich am Jubeln. Und Konter von Eric. Und Neckbreaker, sehr schön gemacht. Gut, es ist ein Match auf Augenhöhe, aber ich muss sagen, das Match ist irgendwie verantwortlich. Also so kommt es mir so vor. So, es kommt nicht so recht aus dem Pushen. Oh, Platzwunde bei Roderick Strong. Ich wollte zuschlagen. Wo ist eigentlich Nikki Cross? Müsste eigentlich auch am Ring stehen. Und ein nicer Move. Ja gut, da hat Sawyer Fulton jetzt erfolgreich Roderick Strong abgelenkt. Da ist Nikki. Ja, tut aber nichts. Backcracker, jetzt gibt's das Cover. Alexander Wolf lenkt da den Ref ab. Meckert ein bisschen. Finisher gekontert von Eric Young. Also normalerweise bin ich von Sanity immer ein bisschen mehr gewöhnt. Und Splash von Roderick Strong. Sawyer Fulton sollte da aufpassen, was er da macht.
Nicht, dass er aus Versehen Eric Young, sage ich schon, dem guten Roderick Strong hier eine mitgibt. Weil dann endet es als Disqualifikation. Aber der Ref ist bei 8. Roderick Strong geht wieder raus. Ein fairer Mensch. Der es im Ring zu Ende bringen möchte. Haben wir mit Big Boot noch ein bisschen Nachtritt. Und jetzt gibt es nochmal den Signature Move. Von Roderick Strong. Und das wird jetzt der Finisher. Nicer Move. Jetzt nochmal in der Wiederholung. Also der Move ist echt nice. So, Suplex into Backcracker. Nicht ganz ungefährlich, der Move. Und natürlich Alexander Wolf lenkt den Ref wieder ab. Mal gucken, für wie lange das noch gut geht. Momentan hält ja Roderick Strong alle Trümpfe in der Hand zu dieser Zeit. Und er sagt, aus kommen wir da wieder hoch. Oh, das ging daneben. Eric Young hat nur drauf gewartet. Ein bisschen das Genick durchbreche. Naja, durchbrechen nicht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Goddammit, ich wollte... Oh, oh. Und... Piledriver! Also, Roderick Strong, der hat auch so einen gleichgültigen Gesichtsausdruck. Ah, da aus dem Cover werden wir aber... rauskommen. Voll. Mit Glück. Okay, warum war da unten gerade eine Anzeige mit X? Okay, da vibriert der Controller. Ah, wir kommen aber raus. Mr. Strong strongt sich da raus. Schöne Clothesline. Das ist ein Konter von Eric Young, Anführer der Sanity. Noch nicht mal One Count. Einmal rein, wieder raus und wunderschöner Suplex. Ja, Roderick Strong ist so am Ende seiner Kräfte. Jetzt nimmt er ihn auf die Schultern und ab nach vorne. Okay, Nikki Cross lenkt Roderick Strong da ab. Eric Young wieder auf den Bein und Neckbreaker. Also die Sanity, die macht das hier schon sehr, sehr gut. Und nochmal der Finisher von Roderick Strong. Also für Eric Young sieht es momentan echt Käse aus. Was? Hoppala. Ich bin aus Versehen auf den Einzelkopf, Entschuldigung. Das war keine Absicht. Deswegen war ich auch gerade so verwundert, so, what? Was habe ich getan? Das war wirklich ein Versehen. Könnt ihr mir glauben, das war wirklich ein Versehen.
Ich glaube, dass Eric Young es jetzt zu Ende bringen will. Fischer mit Suplex. Und Piledriver. Naja, die Wiederholung schenken wir uns jetzt mal. Ein Piledriver ist einfach nur ein Piledriver. Ich stelle es nochmal aus. Nein. Okay, Eric Young gewinnt durch Dösel-Light von mir. Und die Sanity in Gemeinschaft, muss man wirklich sagen, in Gemeinschaft. Okay, Alexander Wolf jetzt nicht da, der wurde wahrscheinlich vom Ring verbannt. Auf jeden Fall Nikki Cross und Feuer Fulton feiern weiter. Mit ihrem Chef. Und wir kommen zum Main Event of the Evening.